Rapottenstein im Waldviertler Hochland ist der Mittelpunkt einer 24 Orte umfassenden Marktgemeinde. Etwa 1800 Menschen wohnen hier am Zusammenfluss von Großem und Kleinem Kamp in einer landschaftlich äußerst reizvollen Region. Abseits der großen Verkehrswege an einer alten Fernstraße nach Spitz, dem sogenannten Steinernen Weg, dominieren weitläufige Waldlandschaften und kleinstrukturierte bäuerliche Betriebe das Erscheinungsbild. Beeindruckend sind die oftmals bizarr anmutenden Granitformationen, die hier zu finden sind, wie etwa die sagenumwobenen Schalensteine. Wahrzeichen von Rapottenstein ist die imposante Burganlage, die übrigens nie eingenommen werden konnte. Errichtet wurde sie im 12. Jahrhundert unter Rapotto von Kuhnring, von dem der Marktort auch seinen Namen hat. Wunderschöne Fresken und Wandgemälde schmücken zahlreiche Räume der Burg und gehören zu den wertvollsten Profanmalereien des 16. Jahrhunderts in Niederösterreich. Sehenswert ist auch die Burgkapelle mit dem kostbaren Flügelaltar aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Während der Sommermonate ist die ehemalige Festung kulturelles Zentrum der Gemeinde mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm. Auf die Bedeutung Rapottensteins in der Vergangenheit weist auch der Pranger als Zeichen der Gerichtsbarkeit hin. Kunsthistorisch ebenfalls interessant sind die beiden Pfarrkirchen in der Gemeinde. So entstand die den heiligen Peter und Paul geweihte Kirche in Rapottenstein etwa zur gleichen Zeit wie die Burg. Knapp 200 Jahre später wurde das Gotteshaus in Kirchbach errichtet. Hier befindet sich auch eine weitere interessante Besonderheit, nämlich das Freilichtmuseum Brettersäge. Die Besucher können hier hautnah die Funktionsweise eines wasserbetriebenen Sägewerks erleben und erhalten Einblick in Alltag und Arbeitswelt vergangener Zeiten. Das bäuerliche und handwerkliche Leben im Waldviertel wird im Dorfmuseum in Reuthen gezeigt, das der renommierte Künstler Friedensreich Hundertwasser mitgestaltet hat. Ihm ist übrigens im Nebenhaus eine Dauerausstellung gewidmet. Tradition und Kultur sind die eine Seite Rapottensteins. Die Gemeinde präsentiert sich aber auch als moderne, aktive und vor allem lebenswerte Kommune mit einer intakten Infrastruktur. So sind hier alle wesentlichen Einrichtungen zu finden, die das tägliche Leben erleichtern und angenehmer gestalten. Immer wieder wird auch versucht, eine Vorreiterrolle einzunehmen, wie dies etwa mit der ersten niederösterreichischen Mittelschule im Bezirk Zwettl gelungen ist. Rapottenstein kann aber auch mit zahlreichen Freizeiteinrichtungen aufwarten, wie beispielsweise dem idyllisch gelegenen Waldbad, einem Kinderspielplatz, Tennisplätzen und einem Beachvolleyballplatz. Im Winter lockt das Skidorf Kirchbach mit einem Schlepplift und einer Flutlichtanlage zahlreiche Wintersportler aus der gesamten Region an. Größtes Kapital der Gemeinde ist ohne Zweifel die unverfälschte und intakte Natur. Zahlreiche Landschaftsschutzgebiete sind hier zu finden. Am besten sind diese Naturschönheiten zu erwandern, wie etwa die Lohnbachfälle im Oberlauf des Kleinen Kamp. Insgesamt sind in der Gemeinde gut 100 Kilometer bestens markierte Wanderwege zu finden. Aufgrund seiner Geländeform gilt die Umgebung von Rapottenstein jedoch auch als Paradies für Reiter. Das alles lockt auch immer mehr Urlauber an. Bietet Rapottenstein mit seiner unverfälschten Originalität doch die besten Voraussetzungen, um Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen, was auch die Menschen hier besonders zu schätzen wissen.